Diese allgemeine frühe Transformation, die ich vorher gezeigt habe, kann man noch etwas einfacher vielleicht benutzen, wenn man diesen komplexen Teil hier aufschlüsselt in einen Real- und Imaginärteil. Wir haben ja vorher gesagt, dass diese Rotation da auf diesem roten Einheitskreis in der komplexen Ebene ja das hier bedeutet. Man kann tatsächlich das hier auch dann zusammenfassen und sagen, das ist eigentlich im Grunde genommen Cosinus von Omega mal T plus I mal Sinus von Omega T. Das ist eine andere Darstellungsart dieser komplexen, in der komplexen Ebene, welche ich in der Playlist der komplexe Zahlen noch erklärt habe. Zusammengefasst eben in der Eulerschen Schreibweise geht es ein bisschen kompakter, aber wenn man das nicht so gerne hat, dann kann man auch sagen, okay, das ist eine Summe aus zwei trigonometrischen Funktionen. Die eine ist reell, die eine rein komplex. Man kann das Integral dann quasi aufteilen in ein Integral, wo nur der Cosinusteil ist, plus ein zweites Integral, wo dann der Sinusteil hier vorkommt. Das I kann man dann vor das Integral ziehen. Das ist eine Zahl, komplexe Einheit, die dann den zweiten Teil, den komplexen Teil eben bedeutet. So kann man dann die Interpretation des Spektrums eben auch als Real- und Imaginärteil jeweils dieser komplexen Zahlen dann interpretieren, die also hier die Aufteilung bereits vor der Integration erledigt hat. Ich möchte aber jetzt ein Beispiel mal vorrechnen, wo Sie eine konkrete Geschichte hier einsetzen und wo man dann sieht, dass auch die Integrationsregeln mit der Stammfunktion und so weiter dann funktionieren. Unser Beispiel soll eine gedämpfte Schwingung sein, eine harmonische Schwingung, die also abfällt, und das ist eine sehr häufige Situation. Es soll auf der linken Seite, also bei negativen Zeiten, 0 sein und rechts als Cosinus-Schwingung so starten. Sowas. Das sei mein f von t. Da zu Beginn soll es 0 sein. Die Zeit kann ja auch negativ sein, deshalb müssen wir das zulassen, aber wir können ja das dann runterdrücken mit so einer Step-Funktion. Das f von t geht dann nach oben, es soll einen Anfangswert haben, sagen wir mal a0 oder so. Sagen wir mal a dazu, Amplitude. Dass wir dann schreiben können, dass f von t ist a mal Cosinus. Nun, Omega, das wir hier da drin haben, ist eigentlich ein Signal. Das heißt, Omega s können wir schreiben mal t. Und Omega s, wenn nach 2π durch die Periodendauer, die wir hier ablesen können, das wäre also hier die Periodendauer groß t. Aber das ist ja dann gedämpft. Das heißt, das Ganze soll noch mit einer e-Funktion runtergedrückt werden. So wollen wir das machen. Wie üblich mit e hoch minus die Zeit t durch die Zeit tau, die dann angibt, wie stark das Ganze gedämpft ist. So macht man üblicherweise gedämpfte Schwingungen. Wenn wir Viskosedämpfung haben, ist das der normale Ansatz. Und jetzt wollen wir ja diese Fourier-Transformation machen, das heißt, wir wollen jetzt diese Geschichte hier rechnen. Müssen wir daran denken, der Cosinus kann man ja erhalten, wenn man das komplex schreiben will, als eine, es ist ja eine reelle Zahl der Cosinus, aber wir können das schreiben als zwei Pfeile, die gegengleich drehen und sich dann so in der Summe jeweils zu einem reellen Anteil addieren. So kann man es interpretieren und man kann einfach sagen, Cosinus ist von der Definition her mit der Eulerschen Zahl das gleiche, wenn ich schreiben würde, Cosinus Omega s mal t ist das gleiche, wenn ich schreiben würde e hoch i Omega s mal t plus e hoch minus i Omega s mal t. Das sind die beiden drehenden Zeigern. Und das muss ich dann noch halbieren, damit die Sache 1 wird bei t gleich 0. Also wenn t gleich 0 ist, haben wir hier 1 und hier auch 1. Das gibt 2 durch 2. Das gibt dann wirklich 1. Also so kann ich den Cosinus, den ich da brauche als f von t, also als Teil von f von t, ersetzen mit einer komplexen Darstellung. Und das wird dann eben für die Integration ein bisschen einfacher, wenn man es ausrechnet. Gut, jetzt schreiben wir mal das Integral auf.
Also f von Omega, nach dieser Definition, hier setzen wir ein, was wir jetzt gefunden haben. Das bleibt ja, das ist das, was wir brauchen bei dieser Integraltransformation nach Fourier. Dann erhalten wir also f von Omega ist gleich. Nun, das 1 zur Wurzel 2pi, das kommt ja von der Normierung der Fourier-Transformation. Dann haben wir das Integral von minus unendlich bis plus unendlich. Das f von t übernehmen wir jetzt von da. Das wäre also das a, das halbe übernehme ich gerade. Dann kommt dieser Teil hier, e hoch i Omega Signal t plus e hoch minus i Omega Signal t. Dann kommt dieser Teil hier mal e hoch minus t durch tau. Und dann müssen wir bei der Integration natürlich noch die Fourier-Geschichte dazu nehmen, also e hoch minus i ein allgemeines Omega mal t. dt. Wir sehen, das wird ziemlich lang. Wir haben da zum Teil reelle E-Funktionen, aber dann auch diese E-Funktionen, die komplex geschrieben sind, nach dieser Eulerschen Schreibweise. Das Groß A halbe können wir vor das Integral ziehen, das ist ja konstant, aber wir müssen jetzt hier diese Geschichte mal etwas anders schreiben. Bei solchen E-Funktionen, aber die gleiche Basis, darf man ja dann die Exponenten addieren, wenn sie miteinander multipliziert werden. Wir haben ja hier einmal dieser Teil hier mal das, plus das da mal das. Auf diese beiden Summanden dürfen wir die Exponenten dann addieren, weil diese Summanden ja Produkte sind. Also wenn wir das a halbe nach vorne nehmen, dann haben wir a durch 2 mal Wurzel 2pi. Das Integral müssen wir noch so lassen. Dann haben wir hier also e hoch. Jetzt können wir das t, das ja hier überall vorkommt, ich schreibe es mal aus, das ist klar. Also ich multipliziere das mal miteinander, dann haben wir e hoch i mal Omega s mal t mal e hoch minus t durch tau mal e hoch minus i Omega t und dann plus das gleiche eigentlich nochmals, wobei wir dann hier minus i einsetzen müssen, also e hoch minus i Omega Signal mal t mal e hoch minus t durch tau mal e hoch minus i Omega t dt. So. Und jetzt können wir hier diese, das sind ja jetzt e hoch, e hoch, e hoch, da dürfen wir die Exponenten addieren. Und da mache ich vielleicht das t, das hier überall vorkommt, in der Summe dann mal nach vorne, dann steht also hier e hoch, schreiben wir mal minus t, und da kommt hier noch vor, i mal Omega s, dann kommt vor 1 durch tau, und da kommt vor Omega, also i mal Omega. Schreiben wir zuerst das 1 durch tau hin, dann haben wir das Minus ja bereits nach vorne genommen, dann steht das ja hier, Klammer auf, Omega minus Omega s. Also plus eigentlich. Jetzt, wenn wir das mit dem Minuszeichen hier noch berücksichtigen, haben wir also hier Minus mal Minus und können nachschreiben Omega S. Und da dann Minus Omega. Kontrollieren wir es rasch. Minus T durch Tau, das haben wir da. Minus T mal Omega S. Das hier, das i fehlt noch. Jawohl, müssen wir da noch das i dazu schreiben. Dann steht also hier, jawohl, i mal Omega s, jawohl, und hier wieder ein Minuszeichen, i mal Omega mal t, so stimmt es. Plus, jetzt kommt das gleiche nochmals, und der einzige Unterschied ist ja der, dass wir hier das Omega s mit dem anderen Vorzeichen haben. Alles andere bleibt gleich. Das e hoch minus t, 1 durch tau. Da steht also hier
statt plus Omega steht dann minus Omega S. Wir können das so schreiben, plus I mal Omega S plus Omega. Ich hoffe, Sie rechnen mit. Können sich zwar nicht melden, aber so. Wir haben jetzt noch nichts gemacht. Wir haben nur algebraisch umgeformt, das ganze dt. Und dann hier das a durch 2 mal Wurzel 2pi. So, da ist Klammer auf, da müssen wir eine Klammer zumachen. Da haben wir es gemacht. So, es ist also hier eine E-Funktion, hier auch eine E-Funktion. Und bei der E-Funktion können wir netterweise die Stammfunktion sehr einfach finden. E hoch a mal x, die Stammfunktion, ist ja 1 durch a, e hoch a mal x. Wenn ich das wieder ableite, komme ich das da. Das können wir hier benutzen und diese Stammfunktionen angeben. Es ist ja eine Summe, das heißt, die Integration ist ja linear. Das heißt, wir dürfen hier von diesen beiden Summanden separat die Stammfunktion angeben. Wir halten also hier nach gleich a durch 2 mal Wurzel 2pi. Dann haben wir das hier, Stammfunktion ist also nachher, nicht wahr, das hier ist ja das, was wir hier mit a bezeichnet haben. Das können wir dann hinunternehmen. 1 durch tau minus noch. Minus I mal Omega S minus Omega. So. Das ist vom ersten Teil hier. Mal diese E-Funktion. Und das gleiche dann nochmals auf der Seite hier. 1 durch minus, und jetzt kommt das da unten hin. 1 durch tau plus I mal Omega S plus Omega. So, mal die E-Funktion. Und das Ganze dann an den Grenzen. Nun, minus unendlich bis plus unendlich eigentlich. Aber wir haben ja gesagt, dass meine Cosinus-Funktion hier auf der linken Seite 0 ist. Das heißt, in dem Bereich hier bekomme ich gar nichts, sodass wir dann schreiben dürfen, wir nehmen das Integral nur von 0 bis unendlich. Das hätte ich hier schon angeben können, ganz zu Beginn, dass wir das Integral nur brauchen von 0 bis unendlich, weil da auf der linken Seite ja die Funktion f von t 0 ist. So, jetzt müssen wir Zahlen einsetzen. Wenn wir schauen, wenn wir 0, also die obere Grenze minus untere Grenze. Bei der oberen Grenze haben wir unendlich. Und wenn wir da jetzt e hoch minus unendlich mal etwas einsetzen, eine e hoch minus Funktion ist ja dann im Unendlichen 0. Wenn wir da unendlich einsetzen, wird das bei der oberen Grenze dann 0. Bei der unteren Grenze 0 sieht es aber anders aus. Wenn wir die untere Grenze einsetzen, erhalten wir hier dann e hoch minus 0. Und das ist 1. Hier genauso. E hoch 0, e hoch minus 0 ist 1. Weil es die untere Grenze ist, müssen wir dann das, also obere Grenze minus untere Grenze, müssen wir dann das Vorzeichen noch ändern und erhalten am Schluss gleich a durch 2 mal Wurzel 2pi. Jetzt wird das Vorzeichen eben geändert, das heißt, es gibt dann hier jeweils ein Plus. Und wir erhalten nachher 1 durch tau minus I mal Omega S minus Omega plus 1 durch tau mal plus I mal Omega S plus Omega. So. Sind wir eigentlich fertig? Das ist mein F von Omega. Sehen Sie, es ist so
dank dem, dass wir mit E-Funktionen relativ einfach integrieren können, gar nicht mehr so schlimm geworden. Wir mussten es auch nicht numerisch integrieren, wir konnten es in dem Fall komplett ausrechnen. Es ist das natürlich keine sehr schöne Funktion. Wir haben da immer noch eine komplexe Funktion, das I hier steckt da drin, da und da. Wir können aber diese Funktion mal diskutieren und schauen, was denn das bedeutet. Und diese Bedeutung wird dann recht interessant, wenn man es aufzeichnet. Wir wollen ja am Schluss mit dieser Fourier-Transformation das Spektrum einer solchen gedämpften Schwingung erhalten. Die gedämpfte Schwingung hat ja eine Periodizität, aber ist gedämpft. Und wir wollen schauen, was das bedeutet. Dazu schauen wir vielleicht zuerst mal diesen Teil hier an. Es ist dann auf der Seite nicht sehr anders. Wir schauen uns mal an, was bedeutet jetzt dieser Ausdruck in der komplexen Ebene. Wir erinnern uns daran, dass es im Grunde genommen dann so eine Kurve ist, die dann dieses Spektrum hier bedeutet. Es ist ja leider ein Bruch und der komplexe Anteil ist da unten. Man könnte es jetzt umschreiben auf mehrere Arten, aber wir wollen uns mal einfach diskutieren, wo das hinkommt. Und dazu schauen wir zuerst mal nur den Nenner an. Diesen Nenner. Komplexe Ebene. 1, irgendwo. Das Tau ist eine feste Zahl, das ist die Dämpfungskonstante. Und das ist also etwas, was da in der reellen Richtung geht, wenn wir den Nenner alleine anschauen. Und dieser Teil hier ist ein rein komplexer Teil. Das heißt, wir haben einen 1 durch Tau-Wert, der bleibt. Zum Beispiel da ist. Wir haben hier einen rein komplexen Anteil, der, wenn das Omega variiert, sich in der komplexen Richtung bewegt. Also da eigentlich oben nach unten. Wir schauen mal, was passiert, wenn das Omega gleich 0 ist. Frequenz 0. Dann haben wir hier einfach nur noch minus I mal Omega S. Das da ist dann 0. Das sind dann hier in der komplexen Richtung, da nach unten irgendwo. Und wenn man das zusammenzählt, sind wir dann irgendwo vielleicht da. Also wenn Omega gleich 0 ist, sind wir da. Wenn das Omega größer wird, da kommt irgendwann mal der Moment, wo Omega gleich Omega S ist. Omega gleich Omega S, dann würde dieser Teil hier verschwinden, das ist dann 0. Das heißt, der komplexe Anteil wird dann 0. Mit dem zusammen kommen wir dann auf diesen Punkt hier. Also wenn das Omega von minus unendlich wächst bis Omega gleich Omega S, dann macht der Nenner eigentlich diesen Weg hier. Geht er von minus unendlich hoch, bei 0 ist es da. Bei Omega gleich Omega S ist es da und dann geht es dann nach oben. Und wie weit das rechts ist, das sagt dann diese Dämpfung 1 durch Tau. Das ist aber jetzt nur der Nenner hier. Wir wollen ja den Zähler haben, also wir wollen das Ganze haben quasi. Dazu müssen wir uns überlegen, was bedeutet denn eigentlich eine Inversion hier in der komplexen Ebene. Das haben wir an anderer Stelle beim Thema komplexe Zahlen auch schon gesagt, wenn ich da den Einheitskreis habe. Wenn ich irgendeine Zahl habe und ich möchte das invertieren, dann bedeutet das, dass ich den Absolutwert, also den Betrag hier nehme und am Einheitskreis spiegle, dann komme ich hier hin, und den Winkel gerade negativ nehme. Das heißt, die Zahl kommt dann hier hin, die Zahl kommt dann irgendwie hier hin, diese Zahl bleibt, das ist das Invertieren. Dass wir zum Beispiel schauen können, wenn das Omega gleich 0 ist, das bedeutet, dass wir nachher eigentlich am Einheitskreis eben invertieren müssen, was die Länge dann 1 durchnehmen, da ist die Länge vielleicht 2, dann haben wir dann noch die Länge 1,5 und der Winkel wird gerade im Vorzeichen geändert, das heißt, das sind wir etwa hier. Das wäre Omega gleich 0. Wenn wir Omega gleich Omega S haben, dann sehen wir an sich reell, aber bei der Inversion müssen wir auch den Betrag anpassen, das heißt, wir kommen dann hier hin. Wenn das hier größer wird, dann rutschen wir hier wieder weiter weg und kommen dann nachher hier dann nach unten. Wenn wir bei minus unendlich sind, da ganz weit unten, dann sind wir irgendwie da. Das heißt, mein Punkt macht hier so eine Kurve und läuft dann hier wieder zu 0 zurück.
Also wenn das Omega wächst von minus unendlich bis 0, ist es irgendwann mal einen interessanten Wert und wird dann auch am Schluss wieder kleiner. Der Betrag von diesem Punkt ist dann jeweils das f von Omega im Betrag, also Betrag, wenn wir nur diesen Teil hätten. Wie gesagt, wenn Omega gleich Omega s ist, dann sind wir rein reell und auf einem positiven Teil. Jetzt wollen wir mal den Betrag vielleicht anschauen von dieser Kurve. Nur von dem Teil hier, dann sehen wir also, dass jetzt Omega ist. Wir wollen ja ein Spektrum haben am Schluss. Wenn wir hier also einen F-Betrag haben, von Omega, können wir sagen, wenn das Omega gerade Omega S ist, dann ist der Betrag am größten. Wenn das Omega negativ ist, also wenn wir da bei sehr kleinen Werten starten, dann ist der Betrag 0. Wenn das Omega gleich 0 ist, dann wird es langsam größer. Irgendwann ist der Betrag dann am größten und wird dann wieder kleiner. Wir hatten also ein Spektrum, das ein Maximum hat bei Omega S, dieser Teil hier, und eine Breite hat, das könnte man hier jetzt auch sich überlegen, eine Breite hat, die mit der Dämpfungskonstante zu tun hat. Wenn die Dämpfungskonstante groß ist, dann ist dieser Wert hier weit links. Wenn die Dämpfungskonstante sehr klein ist, dann ist dieser Wert weit rechts. Also das Tau, man kann auch sagen die Halbwertszeit, wenn das eine lang andauernde Schwingung ist, ist das Tau groß, sind wir hier eigentlich bei der orangen Kurve weit rechts. Nochmal, wenn das Tau groß ist, nein, dann sind wir hier sehr weit links, da, bei der orangen Kurve. Das heißt, wenn wir es invertieren, sind wir danach sehr weit rechts. Das heißt, wir erhalten danach für ein großes Tau eine sehr hohe spitze Kurve. Wie sowas. Wenn das Tau klein ist, dann wird die Kurve mehr gedämpft. Das heißt, wir haben mit der Dämpfung eigentlich ein Spektrum, wo die Kurve dann breit ist. Das war jetzt mal dieser Teil hier. Wenn wir auf die genau gleiche Art mal den zweiten Teil noch anschauen, dann gibt es eigentlich nicht sehr viel anderes, außer dass der interessante Teil dann passiert, wenn das Omega gleich minus Omega S ist. Und außerdem läuft dann der Punkt hier in der Gegenrichtung, also er kommt dann von oben nach unten, wenn es orange angeschaut wird, und wird dann hier reell, wenn Omega gleich minus Omega S ist. Das heißt, wir bekommen eine sehr ähnliche Kurve hier, aber die hat dann bei minus Omega S einen Anteil hier, der dann auch, wenn man den Betrag nimmt, so aussieht. Das ist eine Spiegelung, links, rechts. Und das kommt, wenn man es genau anschaut, dann eigentlich daher, dass wir da die Kurve so abgeschnitten haben. Wir haben ja nicht einen kompletten Cosinus genommen, sondern einen Cosinus, der nur auf der rechten Seite wichtig ist. Was wir also festhalten können, schauen wir nochmals das Ursprungsproblem an. So ein gedämpftes Signal hier hat ein Spektrum, das, wenn man es so darstellt, bei Omega S ein Maximum hat. Betrag. Und dass die Breite vom Spektrum, also Omega S ist ja das, was eigentlich der Frequenz hier entspricht, die da drin steckt. Und die Breite vom Spektrum ist ein Maß dafür, wie stark das gedämpft ist. Starke Dämpfung heißt breites Spektrum. Jetzt gehen wir nochmal so zum NMR. Dort ist es ja so, dass man eine Summe von vielen gedämpften Schwingungen anschaut, die Fourier transformiert. Weil die Fourier Transformation linear ist, heißt das dann, dass die Summe auch die Signalsumme auch der Spektrumsumme entspricht. Und dass dann mit der Dämpfung der Signale auch all diese Spektrenanteile breit sind. Oder anders gesagt, wenn man scharfe Signale haben möchte im Spektrum, muss man schauen, dass die Dämpfung möglichst nicht stark ist, dass es lange schwingt. Das kann man beim NMR zum Teil einrichten mit dem Schimmen des Magnetfeldes oder mit der Manipulation der Lösungsmittel, dass die Relaxationszeiten nicht allzu kurz werden. So, das war jetzt eine größere Rechnung. Ich glaube, ich habe mich nicht verrechnet. Ich hoffe es mindestens. Und zeigt eben, dass die Fourier-Transformation in vielen Fällen dann ganz konkret wird. Und
benutzt werden kann, zusammen mit den Stammfunktionen, um die Spektren wirklich auszurechnen. Ich werde in späteren Videos mal noch die zwei, drei wichtigen Gesetze der Fourier-Transformation zeigen, nämlich was passiert mit einem Timeshift und was passiert, wenn man das Ganze skaliert und was passiert eigentlich mit dem nullten Punkt hier. Das ist auch etwas, was sehr einfach demonstriert werden kann.